Willkommen zurück bei Hearthstone im gewetteten Spiel Saison November und ja, weiter geht's. Wenn ich weiterhin so viele Folgen machen würde, was halt wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe, unter der Woche wahrscheinlich nicht stattfinden wird, dann hättet ihr wahrscheinlich bis nächstes Jahr noch irgendwie Folgen. Weil wenn man so jeden Tag dann so zwei, drei aufnimmt oder vielleicht sogar vier, ich weiß es gerade Rexha nicht, dann gegen Rexha. kommt natürlich einiges rum. Lass die Jagd beginnen. Ich Das wird jetzt auch bringe erstmal die euch zur letzte Strecke. Folge sein. Ich kriege gleich Besuch, von daher. Den will ich eigentlich behalten. Den erstmal nicht. Das brauche ich auch nicht. Vielleicht noch was für den ersten Zug oder so. Naja. Ja, wir nehmen heute tatsächlich mal das Jägerdeck, wie in der letzten Folge schon angekündigt. Ist aber ja direkt im Anschluss, also weiterhin Sonntag. Und da hoffen wir mal auf das Beste. Ich denke mal, ich will auch im ersten Zug dann sofort das Vieh herbeirufen. Das kann ich nicht tun. Doch, kannst du jetzt. Stell dich nicht so an. Danke. Da können wir mich im nächsten Zug immer auch das hier abfeuern und dann im dritten Zug halt den Bären spielen. Das können wir jetzt halt im zweiten Zug das mal, im dritten Zug den Bären spielen. Aber ich habe schon oft den Fall, dass ich die Münze gar nicht mal so dringend brauche. Wir hätten das dann vielleicht für den Tiger später nehmen können, aber. Okay, das ist schon mal gegen unsere Sprengfalle relativ gut. Ach. Okay. Nehmen wir das. Er ist auf dem Feld, um den kaputt zu machen, von daher ist das vollkommen in Ordnung. Im nächsten Zug kommen wir auf alle Fälle dann in den Spot. Oh, hoffentlich nicht den mit Ansturm. Naja, gut, die sind alle irgendwie ein bisschen heftig. Also die man so herbeirufen kann, sind. Man kriegt ja immer generell, sagen wir mal, eine bessere Karte aus, als man eigentlich für den Preis hätte kriegen können. Ja, danke. Das finde ich jetzt gemein. Ja, das sind leider keine Wildtiere, von daher bringt das hier relativ wenig. Ich denke mal, wir gehen mal auf die Falle. Da passt Nina ein bisschen was und schickt mir jetzt nur einen drauf. Das sollte jetzt klar sein, dass das eine Sprengfalle ist, also das wird er wissen. Gibt ihn leider einen anderen 4-4er. Das ist, wenn ein direkt einen Diener ausspielt, also das würde sie noch nicht mal auf den Neruba draufziehen. So. Zug Nummer 5. Immerhin kriegen wir hier was Gutes bei raus. Weil das kann nämlich den Neruba noch töten, ohne dass wir großartige Probleme kriegen. Wenn er das nicht auf dem Schirm hat mit der Sprengfalle, wird er wahrscheinlich jetzt sofort was spielen. Nee, tut er nicht, alles klar. Und da haben wir ihn. Ganz toll. Oh, und es wird noch fieser. Okay, ich denke mal, da brauchen wir auf alle Fälle Max nach. Das ist mehr oder weniger optionslos hier, aber ich denke mal, ich gehe trotzdem auf den drauf. Weil das Vieh spawnt noch andere. Schön, dass ich jetzt auch sofort mit dem Jäger gegen den anderen Jäger, der wahrscheinlich besser ist, antreten darf. Das ist auch, glaube ich, ein seltener oder so. Ich weiß nicht, wie das da gewertet ist. Also das ist auf alle Fälle eine legendäre, sieht man auch an dem komischen Knochendrachen da rechts oben über dem Bild. So. Da bin ich mal gespannt. Im Endeffekt kann er die nur auf die Messer draufhauen oder er muss jetzt einen starken Spot spielen. Wobei Spot bringt auch nicht viel. Okay. Oder sowas. Oh, es wird immer böser. Und so vernichtet er auf alle Fälle auch Wechsler. Okay, das ist böse, das ist richtig böse. Er hat sein Deck besser unter Kontrolle als ich. Aber also, ich meins. Ja, danke. Oder hat er gerade Selbstgespräche geführt? Ich weiß es nämlich nicht. Yeah! Der uns überhaupt nichts bringt, da haben wir ihn.
Das benutzt auch relativ wenig. Ich kann nur noch hier die Falle ausspielen. Komm, machen wir das. Alles andere stirbt eh nur sofort. Wenigstens, wenn er jetzt noch was spielt, ist es Toast. Was auch immer da jetzt noch Schlimmeres bei rumkommen könnte. Bom. Einer weg. Komm, den anderen willst du damit auch noch vernichten, das ist ja klar. Und jetzt kommt sowas. Vielleicht hätte ich bei der Magierin bleiben sollen, wäre auch eine Idee gewesen. Ja, komm, spiel in den Diener aus, ist egal. Ja, reicht noch nicht mal. Bom, 4. Ich denke mal, ich habe hier ein bisschen vergeicht. Es sei denn, ja, das ist die Idee. Ich kriege damit zumindest seine Hyäne tot. Ja, ich denke mal, das ist noch die beste Idee. Ich lass die Runde. Das kommt natürlich sowas. Ja, super. Auf die Zahl habe ich da auch nicht mehr geachtet. Ja, ich denke mal, wir gehen wieder auf die Magierin. Also ich denke mal, Magier und Priester sind hier die besten Sachen momentan. Ich muss ja auch langsam um die Quest kümmern, weil nach Saramas geht er immer noch weiter. Und selbst wenn nicht, es lohnt sich schon dann halt darauf zu achten und dann halt gegebenenfalls neue Decks zu kaufen oder nochmal an der Arena teilzunehmen. Was alles Sachen sind, die man nach Saramas dann wieder machen kann. Jaina gegen Gul'dan. Eure Seele so. Wird mir gehören. Das ist aber wirklich der Hexenmeister. Okay, ich denke mal lieber einen weg. So für den Anfang. Ja, das ist besser. Nichts, was ich die ersten Züge über machen kann, aber immerhin. Ja, ich habe die Münze, ist das nicht ganz so wild. Ja, komm hier. Du bist dran. Und den nächsten Zug hole ich mir wahrscheinlich gleich den Grizzly. Scheint eine gute Idee zu sein. Und im dritten gibt es dann neue Karten. Und zumindest ein paar Karten mehr. Ich bin übrigens bei dem hier geneigt, den auch wirklich erst drin zu lassen, so bis zum siebten Zug. Es sei denn, ich habe vorher schon ein Geheimnis draußen. Dann lohnt sich das sogar. Aber generell lasse ich ihn dann erstmal in der Hand, bis es halt soweit ist, dass ich ihn auch wirklich dann sofort buffen kann. Ach, cool, nochmal Arcane Intelligenz. Gut, dass ich davon nur zwei habe. Sonst ziehe ich nachher andauernd nur Karten, mit denen ich weitere Karten ziehen kann. Das wäre irgendwie cool, aber irgendwie ein bisschen sinnlos. Immerhin hätte das Ding schon mal verschwendet. Da habe ich weitaus bessere Sachen auf der Hand. So, dann kommt jetzt mal der Ascension raus. Ich muss übrigens dann, wenn das Ramazan vorbei ist, auch wirklich mal in alle meine Decks reingehen, zumindest in die, die ich häufiger nehme. Ach, verdammt. Und dann auch der Ansturm. Das ist eine relativ heftige Karte. Vor allem wird jetzt auch wieder auf 5 drauf gebufft. Ich denke mal, da braucht man ja sowas hier. Er hat immerhin dafür 2 Karten abgeschmissen. Was nicht ganz so toll ist für ihn. Denke ich mal. Okay, aber der hier wird jetzt trotzdem den vernichten. Das gehe ich mal fest von aus. Oder er wartet noch einen Zug. Ah ne, er macht sowas. Okay. Yeah. Ja, darüber habe ich gerade auch gedacht. Nämlich hier vorne bei dir. Könnten wir noch irgendwas machen? Ja, wir könnten das Vieh gleich vernichten. Komm, mach mal so. Welch muss das? Hätte ich vielleicht von vornherein machen sollen, aber ich habe echt im letzten Zug gar nicht gesehen, dass ich die Karte auf der Hand hatte. Das war ein bisschen dämlich. Wie so manche andere Sachen, die ich hier auch mache. Gebt mir eine Quest. Zumindest passt das dann ins Konzept.
Okay, der muss weg. Und wie macht man sowas weg? Man macht es so weg. Hätte er noch zwei weitere Karten gespielt, hätte er das auch überstanden. Deswegen mache ich das lieber gleich. Ich glaube, den Abenteurer sollte ich mir auch mal in die Decks reinnehmen, sollte ich den haben, weil der kann ja ziemlich schnell außer Kontrolle geraten. Potenziell sehr gefährlich. So, wir könnten den jetzt auch in Schaf verwandeln. Das will ich nicht unbedingt machen. Den kann man auch auf andere Weisen besiegen. Vor allem als Magierin. So gefährlich ist der nämlich eigentlich gar nicht. Vor allem, da man sein Schild einfach so vernichten kann als Magier. Das macht die ganze Sache relativ angenehm. So, mal sehen, womit du ankommst. Okay. Das heißt, nächste Runde. Oh Mann. Nächste Runde kommst du mir mit so einer Scheiße an. Finde ich nicht nett. Aber wir können eigentlich alle vernichten. Oder zumindest nicht vernichten, aber. Oh. Okay, 4 Zeilen. Alles klar. Das soll mir erstmal reichen. Und dann machen wir den halt im nächsten Zug weg. Es sei denn, da kriegt jetzt unseren Drachen weg. Wobei, dann können wir ihn trotzdem noch vernichten. Ist halt noch nicht mehr ganz so effektiv. So. Aber er hat scheinbar nicht die richtigen Karten dafür. Das ist in Ordnung für mich. Ja, schade, aber tatsächlich nicht gut genug. Wir machen erstmal das Wichtige. Wir machen den weg. Wir machen den auch weg. Weil dafür, dass er jetzt ihn vernichtet, will ich ihm jetzt noch einmal ins Gesicht hauen. Und wir bringen unseren Worgen raus. Und den Worgen in ein Magierdeck zu packen, ist eigentlich eine sehr gute Idee, finde ich. Bin ich allerdings nicht selber drauf gekommen. Ich gucke halt sehr viele Videos. Okay, ich denke mal, wird das hier gleich. Welche ist man? Okay. Hat er zwei davon? Hm, scheinbar. Bisschen schade, aber naja. Noch zu verkraften. So, ich denke mal, der Tiger muss es sein, dass wir mäßig so seinen Spott wegkriegen. Dann könnten wir noch zwei Karten ziehen. Ja. Das wäre eine Idee, allerdings würde ich dann doch lieber erstmal sie wegmachen. Kriegen wir halt 3 Schaden, was soll's. Ich glaube, ich bin heute ein bisschen bekloppt. Kann irgendwie sein. Glaube ich zumindest. So, hat er jetzt irgendwie mit dem Ei irgendwas vor? Lass das Ei in Ruhe, das ist zerbrechlich. Ich glaube, er hat wirklich überhaupt keine Ahnung, was er mit seinem Deck machen soll in der Situation. Außer, dass er bald hier keine Karten mehr hat. Und jetzt können wir tatsächlich eine sehr schöne Kombi spielen. Die mir auch sehr gut gefällt. Wir können das machen. Da wir jetzt gerade eher Spott brauchen als den Gargoyle. Machen wir das hier. So, wir können sogar das Ding dann auch noch vernichten. Deutlich besser als der Gargoyle. Zumindest in der Situation. Und wir können in der nächsten Runde oder in der übernächsten sogar den Neruba ausschalten. Dann können wir das Ei zum Platzen bringen und dann einfach mit Maxstars wegmachen. Ich denke mal, Maxstar nächste Runde, sei nicht hier noch was Stärkeres, ist eine gute Idee. Autsch. So viel mal dazu. toll. Ganz toll. Möchte ich mein Geheimnis am Leben halten? Oder reicht es mir, wenn er seinen komischen Neruba da reinhaut? Ja. Ich denke, ich möchte mein Geheimnis am Leben halten. Mein Geheimnis soll geheim bleiben.
Natürlich kann ich jetzt auch nicht zulassen, dass er mit seinem Schaf ankommt und das auslöst. Das wäre ganz fatal. Immer besser ein Geheimnis zu haben, als es weg zu haben. Zum Beispiel für sowas. Dafür kann man das Geheimnis gut aufopfern. Machen wir so. Machen wir so. Ich denke, er wird jetzt tatsächlich einfach versuchen, mich zu treffen mit seinem Vieh, mit seinem Ogre. Was natürlich Game Over First Ding heißt. Ne, er will den platt hauen. Okay, krieg ich zwei davon zurück, auch in Ordnung. So. Ich hätte gerne eine bessere Möglichkeit, den hier mit Platz zu machen und dann anstatt der Max da reinzuhauen, aber was sie ist. Ja. Ich habe fast keine Karten mehr. Ja, Kollege, ich glaube, du bringst dich da auch selber um. Okay, das ist eine gute Wahl, denke ich. Besser als er hier. Wobei bei ihm. Bei ihr sterben die Leute wenigstens. Also zumindest überlebt sie hier in einem Angriff. Ja, und Kollege, wenn du dich jetzt wieder halt beeilst, dann schaffst du das auch nicht mehr. Na komm schon. An der Folge muss ich auch Schluss machen. Ich erwarte nämlich noch Besuch. Okay. Unlustig. Komplett unlustig. Verursacht viel Schaden, das macht aber auch nur das Schild weg, soweit ich das verstanden habe. Ja. Aber gut, dann stirbt er jetzt halt. Kommt nur darauf an, welchen du da nehmen willst. Okay, den. Dann ist er jetzt nämlich weg, das ist auch in Ordnung. Das ist tatsächlich sogar cool, weil ich kann jetzt meinen Gargoyle opfern, ohne dass ich Maxler benutzen muss. Das kann ich so, aber ich kann den halt wegmachen, ohne dass ich Maxler benutzen muss. Es sei denn, du hast noch irgendeinen Trick. Hast du noch irgendeinen Trick? Das war... Okay, das war nicht dumm. Das war sogar in Ordnung. Okay, darauf habe ich gehofft, weil so ein bisschen Leben ist hier in der Situation gleich mal so schlecht. So, dann machen wir das so. So, deine schöne Kombo nützt dir jetzt gar nichts. Und ich packe nebenbei noch einen dicken... Ne, ich packe keinen dicken Spot mehr raus. Aber immerhin den hier. Oh ja, Erschöpfung. Arme Sau. Nenne ich im Allgemeinen immer Fatigue, aber nicht halt am Englischen. Ich glaube, er tötet sich gerade selber. Gut gespielt. Ja, da gab es nicht mal wirklich eine Chance für ihn. Ich denke mal, ein Match mache ich noch, vielleicht sogar zwei. Je nachdem, wie das jetzt läuft. Wahrscheinlich nur eins, aber eins auf alle Fälle noch. Und ja, ich finde es ein bisschen schade, dass mein Priester noch nicht so funktioniert hat, wie er es halt im ungewerteten Spiel. Tut allerdings, hat man da vielleicht auch mal die Möglichkeit, eher gegen Noobs zu kämpfen, ja dem. Wobei, da sind auch einige sehr gute Spieler bei. Bei dem ungewerteten Spiel geht es halt dann gegen Leute, die dann halt eine ähnliche Heldenstufe haben, wie man selber, meine ich zumindest. Das wäre eine ziemlich coole Kombination, allerdings, das ist eine... Obwohl, das kann funktionieren. Nur hätte ich dann eigentlich lieber ein anderes Geheimnis als das hier. Aber muss sehen, was man kriegen kann. Vielleicht ziehen wir noch was Besseres. Zum Beispiel die Eisbarriere, die einem 8 Rüstung gibt. Das ist auch ein bisschen besser in der Situation, finde ich. Da haben wir sie, sehr schön. Weil die kann man einfach immer benutzen. Währenddessen das hier und dann rennt er vielleicht ein
Ja, einer von seiner Verstärkung rein. Das ist totaler Schwachsinn. Da war man schon dann noch so ein Spott davor oder so. Okay, was kommt jetzt? Ich bin ein Morgenmuffel. Okay. Will ich vielleicht stattdessen lieber das machen? Das bringt ihn runter auf 3. Das könnte auf 2 reduzieren. Na, ich glaube, sonst in der Situation noch nicht mal. Ja, komm, wir greifen den hier an. Wahrscheinlich stirbt er jetzt gleich unser Mana-Wurm, ist aber gar nicht so wichtig. Wäre schön, wenn das Geheimnis stehen bleiben würde. Und das, ich kann mir durchaus vorstellen, dass er jetzt lieber seine Truppen auf. Ich werde es ihnen zeigen. Ich werde es ihnen alle zeigen. Genau, lieber auf den Mana-Wurm draufschickt. Doch nicht. Du mieser kleiner. Ha. Schade. Sehr schade, aber auch nicht zu ändern. Wir können jetzt natürlich mal eine Arcana-Explosion machen. Es gibt dem 3 und. Ich bin ein Morgenmuffel. So viel mal dazu. Ja, du stirbst jetzt hier, das ist sicher. Wir hauen ihn nochmal ins Gesicht für 3. Einfach weil wir wissen, dass der Mana-Wurm gleich weg sein wird. Na komm schon. Und da hat er jetzt einen Reimnis gekriegt, das war klar. Oh, Echo-Schlamm. Hat er das damals schon komplett durch? Ich meine, das brauchen wir, um das zu kriegen, wenn ich mich nicht ganz irre. Kann auch sein, dass ich mich irre, weil. Wenn man da welche Karten kriegt, habe ich überhaupt keinen Plan von. Ja, wir könnten das hier spielen. Will ich vielleicht das hier machen? Das hilft mir zumindest, das Board ein bisschen sauber zu halten. Und wir können dann halt noch das hier machen. Und im nächsten Zug kommen wir an der Herr der Arena raus. Momentan können wir das Ganze nur ein bisschen verzögern. Oder wir spielen im nächsten Zug den hier. Das wäre auch eine Idee. Wenn ich am Ende des Zuges bei einem Geheimnis verfüge, ja. Ich denke mal, machen wir es so. Hauen hier den weg. Und es ist kein Geheimnis, was dadurch aktiviert wird. Also ich müsste eigentlich mal die Geheimnisse so ein bisschen lernen, was da so möglich ist. Weil ich tapp da immer so gerne im Dunkeln. Ja, und so viel mal zu meinem Arcanisten. Deswegen will ich ihn halt eigentlich immer buffen nach Möglichkeit. So. Das wäre eine Idee. Aber vielleicht nicht die beste. Komm, mach das so. Also es sind wahrscheinlich Geheimnisse, die auslösen, wenn er direkt angegriffen wird. Ich weiß es leider nicht. Melde mich zum Dienst. So. Ich glaube, jetzt lohnt sich das sogar. Er hat noch nicht mal angegriffen. Aber ich glaube, dass wir hier irgendwie in unser Verderben gehen. Okay. Sehr schön. Jetzt kann ich eigentlich nicht mal viel spielen, deswegen mache ich das hier. Will ich ihn direkt angreifen? Ich glaube, wir haben nicht viele Wahl. Das dachte ich mir, dass das passiert. Das ist in Ordnung. Gut, dass ich sie andersrum gemacht hätte, nicht andersrum gemacht habe, weil dann hätten wir 6 Schaden gekriegt. Eine der wenigen Möglichkeiten, glaube ich, auch in dem Spiel, dass man wirklich mal ein Unentschieden rauskriegt. Das habe ich ja mal auch gesehen gehabt in dem Video. Selbst wenn das noch nicht passiert, aber man muss es ja auch nicht herausfordern. So. Er hat viele Geheimnisse. So, mal ein bisschen Kontrolle machen. Ich meine, das Ding ist jetzt ja eh weg, aber. Ich habe noch ein paar gute Karten auf Hand. Oh.
Ganz böse. Vor allem löst er jetzt unser Geheimnis aus. Ist doch hier, oder? Genau. Nicht ganz so praktisch. Das ist halt einfach ein Geheimnis, man weiß halt nie, wann sie aktiviert werden. Aber dieser Echo-Schlamm, der lohnt sich eigentlich nur, mal in die Buffen kann, weil... Das verdoppelt dann eigentlich die Buffs, aber so... hat das relativ wenig Sinn, finde ich. Na komm, wir machen den weg. Mal sehen, was das ist. Auge um Auge, ja, danke. Na komm, haben wir ihn noch. Hauen wir ihm noch einen Spot hin. Das haben wir beide seine. Er hat halt schon beide Geheimnisse dieser Art gespielt, von daher ist es kein großes Problem. So. Okay, das ist fies. Nicht fies genug, aber immerhin etwas fies. Ja, das hat ihm nicht allzu viel gebracht. Okay, aber das ist kein großes Problem. So, dann spielen wir jetzt mal Max nach. Also dann bräuchte man mal so ein bisschen was, um drauf zu hauen. Okay, Schwert der Gerechtigkeit. Ich habe gerade über nachgedacht, ob man ihm vielleicht mal so ein Frosting verpassen sollte. Das würde sich dann sogar lohnen. Ach, okay, wenn man natürlich mehrere von diesen Karten auf der Hand hat, dann ist das auch nicht so die Verschwendung. Okay, und er will jetzt auf alle Fälle den Tiger loswerden. Kann ich auch verstehen. Oh, okay, es funktioniert so. Aber nicht allzu lange. Dafür kann ich sorgen. Er wird mit dem Schwert wahrscheinlich nur in Ausnahmesituationen angreifen, deswegen... Naja, falls er mich jetzt hier direkt angreifen will, mache ich dann lieber mal sowas. Obwohl, wir können auch genauso gut das hier raushauen. Und im nächsten Zug steht dann halt sein komischer Wichtel. Es sei denn, der macht sowas. Okay. Wahrscheinlich wird er damit jetzt nicht angreifen. Ja, ganz toll. Und er hat noch eins davon. Ja, ganz klasse. Wow. Okay, ich weiß gar nicht mehr, wo ich anfangen soll. Zwei Karten ziehen ist wahrscheinlich ganz gut, aber ich denke mal zuerst töten wir den hier. Das hier tötet nur, wenn man wirklich verletzt wurde, das heißt, das bringt mir gerade gar nichts. Dann mache ich das lieber bei dem hier. So. Dann ziehen wir zwei Karten. Er müsste mit dem Schwert selber angreifen, damit das funktioniert. Wie das momentan aussieht. Will ich ihm die Chance geben? Ne, will ich nicht. Das macht relativ wenig Sinn. Also er kann das, wenn ich den gespielt, könnte er ihn im nächsten Zug zerstören. Ich habe leider nichts, um seine Waffe zu entfernen, das bin ich mir ziemlich sicher. Okay, er macht lieber Mixer platt. So, das wäre eine Idee. Das wäre auch eine Idee. Ich denke mal, wir machen das so. Machen dann auch den. Und zerstören dann auch gleich seinen Wichtel. Ja, leider ohne Buff. Oh ne. Never mind. Wenn er jetzt noch irgendwas hat, was Schaden machen kann direkt oder irgendwie einen Buff, muss er halt alle seine drei Diener in den... Dinge ich reinhauen. Ja, das wird er wohl so machen müssen. Habe ich gerade festgestellt. Und es wird ihm wahrscheinlich nicht so viel nützen, wie er gerade glauben wird, weil wir haben noch andere Sachen. Ich denke mal, ich möchte den sogar in ein Schaf verwandeln.
Obwohl. Ne, wir machen das anders. Wir machen das so. Und so. Gut gespielt. Weil ich wollte auf alle Fälle einen von denen weg haben, sonst kriegt hier der andere in den nächsten Zug einen relativ hohen Schaden. Und es geht sogar ein bisschen voran. Wenigstens ein bisschen. Finde ich gut, das allein ist noch nicht ganz ausreichend. Aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ich denke mal, ein Match machen wir noch. Aber ja, mit dem Priester weg bin ich mir schon im Klaren, dass es halt wirklich ein Deck ist, was potenziell sehr gut werden kann. Aber was halt immer drauf ankommt, was man gerade zieht und so. Und vor allem ist es halt ein Problem, wenn man mehrere. Oh Gott, gegen Priester. Das Licht wird den Sieg bringen. Wenn man halt seine ganze Erwartung in einen Diener reinsteckt und das dann halt nicht funktioniert. Machen wir erstmal so. Ja, das war auch nicht besser, aber egal. Natürlich ist jetzt meine Fähigkeit nicht ganz so praktisch gegen den Priester, weil wenn ich mit dem nicht was töten kann, kann er es ohne Probleme wieder heilen. Okay, Mana-Wurm für den ersten Zug, das ist sehr schön. Ich finde zwar momentan die Zauber, wir haben ja gerade eben noch einen abgeschmissen extra, aber ja. Immerhin haben wir jetzt einen Diener draußen und mit 3 Leben ist er für den Anfang auch sehr gut gerüstet. Man müsste ihn halt nur buffen können, das wäre sehr schön. Dass das hiermit nicht funktioniert, ist klar und ist auch gewissermaßen fair, weil sonst wäre es overpowered. Wenn man jetzt die Münze gehabt hätte, könnte man das machen. So. Ich denke mal, ich will jetzt das Vieh nicht damit vernichten. Wir machen das lieber so. Er kann das zwar alles heilen, aber ja, irgendwie, irgendwas muss er ja machen. So, und zeig mal, was du kannst. Also, ich würde gerne im nächsten Zug einen Diener spielen. Okay. Aber unter den Umständen bringe ich halt lieber wahrscheinlich die ganzen Viecher um. Erstmal fangen wir an, damit den umzubringen. Ist wahrscheinlich die bessere Idee. Diese beiden 1-1er, die können ja allzu viel. Die Verdammten stehen bereit. Den kann man halt auch gut nebenbei noch erwischen. Ach, die Karte, die ich selber gar nicht mal so toll finde. Aber einige andere scheinbar schon. Zumindest habe ich das mal gehört, dass es als eine der Superkarten überhaupt angesehen wird. Aber es gibt halt noch den 6-6er, mit dem man das viel besser machen kann. Okay, das hätte ich anders gemacht, aber egal. Wir haben einen weiteren Bannerwurm. Ich werde aber das hier machen. Den Mana-Wurm zu spielen war vielleicht nicht so die beste Idee, aber auch egal. Mit irgendwas muss er ja anfangen. Ich denke mal, ich will jetzt einfach mal den Mana-Wurm auf irgendeine Art töten. Zum Beispiel so. Schade, er ist nicht ganz der. Es gibt auch welche, die dann versuchen, die eigenen Leute aus Gewohnheit wieder zu heilen. Muss halt schon ein bisschen aufpassen. Bei Schaden zufügen und einfrieren. Ach ja. Wenn man nicht eine begrenzte Anzahl an Mana hätte, das wäre alles so schön. Ich denke mal, das hier könnte eine Idee sein. Mal sehen, ob man es vernichten kann. Also ich würde gerne Karten ziehen. Ich würde gerne die auf die Art und Weise vernichten, aber das ist alles nicht ganz so einfach. Okay, er geht direkt auf mich drauf. Das gibt mir zumindest einige Optionen. Die Frage ist jetzt eigentlich nur, was sich als größere Bedrohung an. Will ich seinen 4-4er wegmachen oder seinen 3-5er? Mit dem 3-5er kann er einiges an Mist anstellen. Und da machen wir das erstmal. So, können wir den einfrieren, weil der ist ja kaum eine wirkliche Bedrohung.
Und wir können ihn zerstören. Das gibt uns eine Karte. Und dann machen wir das hier. Ich hätte gerne langsam mal einen Spot auf dem Feld, aber man muss halt Kompromisse eingehen. Und ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass ich heute echt leicht schlecht spiele. Na komm, mach hin, ich krieg gleich Besuch. Ich muss mal mich ein bisschen beeilen hier. So. 8 Mana, was können wir machen? Wir könnten alles einfrieren, was eine Idee wäre. Allerdings bringt uns das nicht ganz so viel. 2 Karten. Ja, ich denke mal, so dringend brauchen wir die Rüstung noch nicht. Dann schicken wir den hier rein. Schicken den dann hier rein. Und fertig. Und warten mal, was er jetzt macht. Ob langsam mal was richtig Böses von ihm kommt. Weil bisher ist es ja eher so Larifari. Ist wahrscheinlich ein etwas schwächerer Gegner. Im Vergleich zu einigen anderen, die ich dann heute schon gesehen habe. Na, was hast du vor? Das sollte ich mir gründlich überlegen. Also, okay, 5 Schaden. Autsch. Also ganz ehrlich, wenn er das jetzt, ist immer so eine Sache, wenn man es nicht beenden kann mit dem Zeug, dann sollte man es vielleicht von vornherein lassen. Ich denke mal, ich habe eine Idee. Wir lösen jetzt mal das aus. Und vernichten dann alles. Einfach nur aus Prinzip und weil wir es können. Und da es sich sonst langsam dem Ende zuneigt mit meinem Leben, machen wir sicherheitshalber mal das hier. Und dann bleibt mir eigentlich mal viel übrig zum Spielen. Wir können jetzt noch. Ja, wir können das hier vernichten. Und wir können direkt angreifen. So. Sollen wir uns mal ein bisschen Schaden machen. Wenn er jetzt natürlich eine heilige Nova, dann stirbt nächst Maxler. Was? Oh, okay. Leider löst das nicht die Falle aus. Sonst hätte ich das auf alle Fälle überstanden. Schade. Und wir kommen von diesem verdammten Rang nicht runter, aber ich denke mal, sehe ich dann morgen mal weiter. Irgendwann nächste Woche, vielleicht wieder nächstes Wochenende, weil folgen aber erstmal einige. Ging leider nicht mehr ganz so gut voran, seitdem wir aus der Holzliga raus sind, aber ja, da wird noch einiges gehen. Vielleicht lasse ich erstmal ein paar Tage halt ruhen und mache halt im Mitte des Monats weiter. Vielleicht kriegen wir auch mal irgendwann ein gutes Spiel mit dem bösen Priester hin, aber also mit dem bösen Priester meine ich. Und ja, das sehen wir dann. Auf alle Fälle vielen Dank fürs Zuschauen und das war's dann erstmal. Bis dann. Ciao, ciao.